So, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. So, wir machen jetzt mal eine Legung für nächste Woche. Ich habe mir jetzt gedacht, ich habe jetzt mal Karten gezogen, sag ich mal, wo ihr euch einen Stapel rein aus dem Gefühl heraus aussuchen könnt. Ich habe hier heute mal was ganz anderes genommen, und zwar drei verschiedene Schildkröten. Dass ihr euch, aber entscheidet euch praktisch wirklich rein aus dem Bauchgefühl heraus, für welchen Stapel ihr euch letzten Endes entscheidet. Und dann werden wir sehen, was die Karten und das Universum euch mitzuteilen habt. Meistens liegt man ja mit dem Bauchgefühl ganz richtig. Ich zoome euch nochmal so ein bisschen näher ran, damit ihr die Schildkröten auch besser sehen könnt. Ich habe gedacht, wir machen das mal mit Schildkröten, dann fahre ich gleich auch wieder raus. So. Na, das ist ein bisschen weit weg, ne? Der erste Stapel ist diese Schildkröte. Das ist der zweite Stapel. Die ist auch ganz niedlich. Die sieht ein bisschen lebensechter aus. Und die hier ist aus Glas. Ja. Und dann habe ich noch, die ist vorhin noch extra rausgefallen, und zwar eine allgemeine Botschaft, sage ich mal, jetzt auch für nächste Woche. Und da ist gefallen der Engel der Freude aus den Engels-Weisheitskarten. Wenn du glücklich bist, ist dein Engel auch glücklich. Also betrachte alles von der positiven Seite und hab Freude an allem, was du tust. Du wirst merken, dass dein Leben beschwingter ist und deine Freude auch andere anstecken wird. Die Botschaft deines Engels lautet: Durch deine Freude entfaltet sich himmlische Kraft. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem ersten Stapel an. Ich hoffe, nee, wir machen das anders. Wir stimmen uns nochmal ein. Und zwar habe ich hier schon mal eine Klangschale hingestellt. Und die werde ich jetzt mal anklingen, damit wir uns allgemein hier auch ein bisschen drauf einstimmen können, sag ich mal. Und dann lege ich mal los. Sehr schön. Das ist ein schöner Herzton. Und ich hoffe, ihr konntet euch jetzt für einen Stapel entscheiden. Ich fange jetzt mal hier mit dem linken Stapel an. Das schieben wir mal beiseite. Die machen wir dann praktisch nacheinander. Dann wollen wir uns mal gucken, was uns der erste Stapel zu sagen hat. Bin ich ja mal ganz gespannt. Aha, hier haben wir das Feld der Stürme. Dann aus dem Engelsorakel für jeden Tag die vertrauenswürdige Führung. Aus den Tierbotschaften haben wir den Falken, die Schnelligkeit. Aus dem Seelenorakel die untere Welt. Dann hier noch ein Engel der Zuversicht. Und dann haben wir aus dem Leomont noch als Botschaften dazu, sage ich mal, einmal das Schriftliche, die Kommunikation, ne? Und dann irgendetwas Plötzliches kommt da. Dann haben wir hier aus dem Tarot noch den Wagen und den Bube der Schwerter. So, wir fangen mal hier an. Feld der Stürme, ich zeige euch mal die Karte. Denkt man auch erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber diese Karte sagt praktisch aus, ja, auch wenn bei euch im Grunde jetzt momentan ein Durcheinander herrscht, sag ich mal, ein bisschen Chaos oder so, sag ich mal, ein Sturm, sag ich mal, ist ja nicht nur negativ, sondern bedeutet ja auch, manchmal ist ein Sturm ja auch reinigend, ne? Aufgestaute Energien, sag ich mal,
da in euch sind, sag ich mal, die müssen sich natürlich irgendwann auch mal entladen, je nachdem, was da auch bei euch, sag ich mal, in letzter Zeit los gewesen ist. Also die Bedingungen praktisch, ja, ein Sturm deutet ja auch immer auf ein Gewitter hin, aber das kann auch ein reinigendes Gewitter sein, sag ich mal, um, auch wenn man jetzt sagt, ja, das alles, was in letzter Zeit passiert ist, ich habe da einfach keine Lust mehr zu, das geht mir alles auf den Keks, ich will eigentlich auch ganz was anderes, ich will da jetzt raus. Ein Sturm bedeutet nicht immer, dass gleich alles zerstört wird und den Engel der Freude, sag ich mal, das sehen wir ja hier auch, sag mal, soll es praktisch auch positiv sehen, aber manchmal ist so ein Sturm, sag ich mal, der da dann aufkreuzt, auch wenn ihr das vielleicht auch selber seid, auch reinigend. Reinigt die Luft, reinigt die Gedanken und dann kann es im Grunde genommen auch wieder positiv vorwärts gehen. Deswegen muss man jetzt nicht unbedingt irgendwas total zerstören. Das bedeutet diese Karte eigentlich und alles, was ihr praktisch danach tut, sage ich mal, das kann auch anderen zugutekommen. Die Sonne kann praktisch wieder scheinen, ne? Hier Engel der Freude, weil also diese Karte sagt eigentlich, auch ein Sturm kann eine reinigende Wirkung haben, hat es ja meistens auch. Die Luft ist danach frischer, klarer und ob das jetzt für eure Gedanken gilt oder dass ihr, sag ich mal, für wieder Verordnung schafft und sagt so, also bis hierhin jetzt und nicht weiter und auf Deutsch gesagt mal mit der Faust auf den Tisch haut, in Anführungsstrichen, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, also das ist erstmal, sag ich mal, jetzt so die Botschaft. Dann haben wir hier aus dem Engelsorakel die vertrauenswürdige Führung. Und die sagt praktisch aus, du hast eine wundervolle Idee als Antwort auf deine Gebete erhalten. Diese Idee ist real und vertrauenswürdig. Du kannst unbesorgt weitergehen in dem Wissen, dass wir bei jedem Schritt deines Weges an deiner Seite sind. Bitte um uns, um unsere Unterstützung für alles, was du hinsichtlich dieser Idee benötigst und sei offen dafür, unsere Hilfe zu empfangen. Ne? Also vielleicht habt ihr da ja auch wirklich Ideen oder was weiß ich, auf euch ist immer eingeredet worden und nein und hin und her und warte man letzt erstmal ab und das ist nicht gut und darauf habt ihr einfach keine Lust mehr und sagt jetzt so, jetzt ist hier aber mal Schluss, ich treffe hier meine eigenen Entscheidungen. Ich gehe jetzt hier meinen Weg, sag ich mal, und dann dieses reinigende Gewitter oder dieser reinigende Sturm sorgt dann eben auch für eine Klarheit einfach, ne? Ich sag das jetzt mal so. Wir haben hier praktisch noch auch den Falken dabei. Der Falke ist die Schnelligkeit. Schärfe deine Sinne, erweitere deinen Blick, beziehe die spirituelle Ebene in deine Angelegenheiten mit ein. Und der Falke ist eben auch ein Tier, ja, der ist natürlich sehr wachsam. Er hat einen sehr weiten Blick, auch einen sehr klaren Blick, sag ich mal. Er fordert dich eigentlich auch auf, deinen Gefühlen und dem, was du jetzt auch vorhast, zu folgen, definitiv. Also auch da Vertrauen drinne zu haben. Vielleicht hast du eben in letzter Zeit, deswegen vielleicht auch hier das Feld der Stürme, vielleicht war da viel Chaos, Durcheinander, alleine jetzt schon durch die, das, was wir in der letzten Zeit auch erlebt haben. Und jetzt ist aber eigentlich die Zeit dafür, sag ich mal, aufzuräumen und zu sagen, also halt stopp mal, so jetzt, ich will dieses Chaos nicht mehr, ich will da jetzt auch mal langsam wieder nach vorne blicken. Ich will da jetzt praktisch auch was tun, dafür hast du ja praktisch auch Ideen und dem sollst du jetzt mit klarem Blick, sag ich mal, oder erweitere deinen Horizont auch mal nach vorne gucken und sagen, so, ich mache das jetzt mal so, wie ich mir das denke. Ne? Also von diesen alten Sachen loslassen, die alten Sachen loslassen, die Vergangenheit loslassen und auf diese vertrauenswürdige Führung eben auch setzen, dass du auf dem richtigen Weg was, auf dem richtigen Weg bist, was das angeht. Wir haben ja hier auch noch den Engel der Zuversicht.
sagt ja die Karte auch schon, dein Engel inspiriert dich dazu, allem, was kommt, mit freudiger Erwartung entgegenzusehen. Lass dich nicht davon abbringen, an das Gute zu glauben und richte deine Gedanken, Worte und Handlungen konzentriert auf deine Wünsche und Ziele. So werden sie sich auch erfüllen. Die Botschaft deines Engels, wenn du fest an das Positive glaubst, wird es auch geschehen. Und das sagt dir auch der Engel der Freude. Das heißt, es findet jetzt auch ein Wandel statt. Die Lockerung, die wir jetzt im Moment erfahren, sag ich mal, ist ja auch etwas Positives, so dass man sich auch mal wieder ein bisschen ja, gehen lassen kann, einfach mal auch mal was genießen kann, ohne natürlich müssen wir auch noch ein bisschen auf die auf bestimmte Sachen achten, das wissen wir ja auch und das machen wir ja auch, aber dein Weg steht hier, sag ich mal, definitiv nichts im Wege. Und von so her könnt ihr da volles Vertrauen, sag ich mal, auch vorwärts gehen. Hier die untere Welt, das mache ich nachher zum Schluss. Wir haben hier jetzt auch noch einmal ein etwas irgendwas Schriftliches oder Briefliches kommt da, kann da jetzt praktisch auch jetzt in den nächsten Tagen noch kommen. Auch wieder Kontakte zu knüpfen, auch wenn hier noch ein bisschen was ist. Also es kann auch etwas Plötzliches, Überraschendes kommen, vielleicht auch diese Nachricht, die plötzlich und überraschend kommt, die vielleicht auch dieses Gewitter auslöst. Auf jeden Fall kommt da eine Situation, sage ich mal, aber nichts Negatives in dem Sinne, sondern ihr müsst euch praktisch jetzt auf dem Weg machen. Ihr seid geführt, die Engel sind bei euch. Diese Zuversicht auch zu haben wieder, dass es auch wieder vorwärts geht. Und das hier ist definitiv auch so, weil wir haben jetzt hier aus dem Tarot auch noch den Wagen. Zuversichtlich und mutig seinen Weg gehen. Euch, ob ihr, ich weiß nicht, was ihr vorhattet, ob ihr jetzt eine Reise machen wolltet oder umziehen wolltet. Auf jeden Fall, dieses Vorhaben, was wir hatten, das kommt jetzt in Bewegung, sag ich mal. Der Wagen sagt, ihr macht euch auf den Weg. Und das steht auch, das sieht auch gut aus hier. Also das sollt ihr auch tun, daran sollt ihr auch festhalten. Das sagt der Falke ja jetzt hier auch nochmal. Und hier ist auch nochmal der Bube der Schwerter. Das ist ein Neuanfang, sag ich mal. Der steckt zwar noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Auch wenn ihr da vielleicht Kritik erntet, was wie gesagt auch hier wieder mit dem Sturm zu tun haben könnt. Auch vielleicht, wenn ihr euch wegen irgendetwas gestritten habt oder so weiter. Das kann auch eine jüngere Person sein, steht vom Sternzeichen her, schießt diese Karte für den Zwilling, Waage oder für den Wassermann. Das ist vielleicht auch eine Person, die sehr viel redet und redet und redet und redet. Und dazu, darüber, sag ich mal, habt ihr jetzt auch, oder dazu habt ihr eigentlich auch gar keine Lust mehr, weil es ist euch einfach zu viel Gerede, weil ihr wisst eigentlich, was ihr wollt. So kriege ich das nämlich jetzt hier auch rüber. Wie gesagt, das kann auch mit dieser plötzlichen Nachricht zu tun haben, wo ihr dann vielleicht auch erstmal der Meinung seid, sag ich mal, dass es jetzt stockt oder die Sense piekst praktisch ein bisschen. Aber letzten Endes, die Quintessenz ist, der Neuanfang ist da. Ihr sollt euch auch auf den Weg machen, ihr sollt zuversichtlich sein, ihr sollt auch darauf vertrauen, mit dem, was ihr hier vorhabt, vorwärts zu gehen. Also da nicht jetzt sich von abbringen lassen. Das sagt hier auch der Falke. Wir gucken jetzt noch mal eben kurz hier untere Welt. Die habe ich zwar auch schon mal gehabt, aber da gucke ich immer ganz gerne noch mal ins Buch. Da haben wir... Ja, es ist Zeit, es ist an der Zeit, dass du anfängst, deine geheimen Schätze zu heben. Mach dich nicht länger klein, damit andere dich mögen oder akzeptieren. Ne? Da sind wir jetzt hier auch wieder bei dem Feld der Stürme. Ne? Ihr müsst da was klären, sag ich mal, und zu euch selber auch stehen. Und alle Berge und Berge, all die Schmuck und Edelsteine, die bislang in deinem Herzen vergraben waren, so tief, dass nicht einmal du sie sehen konntest, fühl dich. Es ist jetzt an der Zeit, deine Vergangenheit die Ehre zu erweisen und dein Leben als Heldenreise weiterzuführen. In der unteren Welt bekommst du die Geschenke deiner Ahnen offeriert und ihre Kämpfe, ihre Verletzungen, ihr Leben, ihr Tod werden dich zum Segen gereichen.
Also es ist wieder auch eine Aufforderung, dich auf den Weg zu machen, an das, was du praktisch glaubst oder an das, was du praktisch auch vorhast, zu glauben und diesem Weg definitiv voller Zuversicht und Freude und positiv zu gehen. Das sagt im Grunde genommen hier alles aus. Das hört sich schon mal sehr, sehr super an, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, die jetzt den ersten Stapel gewählt haben. Und dann mache ich jetzt nachher, ich räume das jetzt mal eben zusammen, dann mache ich gleich mal weiter mit dem zweiten Stapel. So, meine Lieben, dann kommen wir jetzt mal zu Stapel Nummer 2 mit dieser schönen Schildkröte. Dann wollen wir mal gucken, was die hier zu sagen haben. Da haben wir den Geist des Ortes. Dann haben wir aus dem Engelsorakel Bitten, aus dem Tierorakel den Phönix. Aus dem Seelenorakel die Seelenrückholung. Oh, da bin ich mal drauf gespannt. Dann haben wir den Engel der Schönheit. Aus den Lenormand haben wir den Anker. Und dann haben wir hier etwas Kleines. Sehr schön. Und aus dem Tarot haben wir den Königin der Kelche und den Magier. Das sieht ja schon mal ganz interessant aus. Also, wir fangen mal wieder an hier mit der oberen Botschaft, sag ich mal, der Geist des Ortes. Der Geist des Ortes sagt im Grunde genommen, dass du, ja, wie soll man das sagen? Alles, was du praktisch, also in der Echtheit von dir selber, also so wie du wirklich bist, da liegt auch deine wahre Kraft drin. Im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn du wenn du nach Antworten suchst, was dein Leben angeht, ja, ich versuche das mal so auszudrücken, wenn du nach Antworten suchst, die dein Leben angeht, sag ich mal, dann ist die Antwort auf deine Frage praktisch, dass es immer ein gewisses Grundthema in deinem Leben, was deine Lebensumstände angeht. Das heißt, letzten Endes kehrst du praktisch immer wieder an diesen Ort zurück. Und das hat auch mit deinen Lebensumständen etwas zu tun. Wenn du da einen inneren Kampf führst, ich weiß jetzt nicht, welches Thema das jetzt hier ist, ne? Aber wenn du hier einen inneren Kampf führst, egal was das ist, dann sagt dir diese Karte, dass du, um diesen immer wiederkehrenden Prozess verlassen zu können, sag ich mal, loslassen musst. Du musst diese alten Sachen loslassen und nicht versuchen, immer die Situation zu kontrollieren. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, das muss ich alles unter Kontrolle haben. Und letzten Endes bewegen sie sich ja praktisch immer wie so in so einem Hamsterrad und kommen letzten Endes immer wieder auf diese eine Sache zurück. Was die Lebensumstände oder was das Berufliche angeht, was die Liebe angeht. Es sind immer diese Wiederholungsmuster, ne? wenn man das so sagen kann. Und die Karte sagt dir, du musst das loslassen. Auch was die Liebe angeht, sag ich mal. Wenn es um das Finden von Liebe geht immer wieder, oder du fühlst dich nicht geliebt, oder du denkst, ah, jeden, den ich kennenlerne, dieses, ja, wie soll ich das sagen, immer dieses Muster, was immer wieder auftritt, wo man sagt, nee, das kennen wir doch schon alles, ne? Und immer wieder passiert mir im Grunde genommen das Gleiche. Dann solltest du anfangen, diese ganzen Sachen, sag ich mal, die Liebe auch in dir selber zu suchen, diese Freude wieder, weil nur wenn man sich selber liebt, kann man auch aus alten Verhaltensmustern austreten, sag ich mal. Und anstatt dich bloß immer danach zu sehen, ne? Also
das will ich oder das stelle ich mir vor. Also tief in dich praktisch hineinzugehen und sagen, wo bewege ich mich denn immer in diesem Hamsterrad? Warum lande ich letzten Endes immer wieder auf diesem Stein-Dings? Und die Botschaft für nächste Woche lautet, dass du in dich gehen sollst und was diese Karte hier auch, diese Auferstehung, diese Wandlung durchzumachen und diese alten Sachen endlich mal loszulassen, sage ich mal. Weil die größte Stärke, die du praktisch hast, die liegt in deiner eigenen Authentizität, also in dir selbst, so wie du wirklich bist. Du ruhst ja in dir selber. Zeig doch mal dich selber, sag ich mal, so wie du auch wirklich bist. Und dann kann auch, und der Phönix sagt hier auch, am Ende des Tunnels ist Licht. Ein alter Zyklus verändert sich. Vertraue auf die Kraft der Erneuerung. Das heißt, da passiert nächste Woche definitiv was. Und das hat auch mit dir selber zu tun, diese alten Muster auch mal hinter dir zu lassen und das auch mal loszulassen. Ne? Nicht immer alles kontrollieren wollen, sondern einfach mal loslassen. Gib dich dem doch einfach mal hin. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, die Engel sagen dir hier, bitten. Bitte uns in deiner Situation zu helfen. Und wir machen uns sofort in deinem Namen an die Arbeit. Wir werden von vielen universellen Gesetzen regiert. Und zu ihnen gehört der freie Wille, der dir erlaubt, deine eigene Wahl und deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Daher warten wir geduldig auf deine Bitte um Hilfe. Das ist doch eine tolle Botschaft. Und du kannst das schaffen. Der Phönix fordert dich auch hier drauf. Du musst jetzt auferstehen und eine Wandlung steht zu dir selber. Und nur wenn du ganz tief dich mit dir selber auseinandersetzt, dann kannst du auch aus diesem Hamsterrad rauskommen. Immer dieses lande ich wieder am gleichen Punkt. Das hat mit deinen Lebensumständen zu tun. Und da gilt es jetzt, aus diesen Lebensumständen jetzt mal rauszukommen, anstatt sich immer wieder im Kreis zu drehen. Sondern besinn dich mal auf dich selber. Was willst du? Was kannst du an der Situation ändern, wenn du damit überfordert bist? Sprech einfach mal mit den Engeln, die werden deine Bitten erhören. Und hier ist jetzt auch noch mal eine Botschaft von den Engeln, der Engeln der Schönheit. Richte dein Bewusstsein auf die Schönheit in dir, auf deine liebenswerten Eigenschaften, deine Freundlichkeit, deine Hilfsbereitschaft und deine einzigartigen Fähigkeiten. Je mehr du auf sie achtest, desto weiter werden sie wachsen. Mach dir gleichzeitig die innere Schönheit bewusst, die andere Menschen ausstrahlen. Dein Engel wird dir die Fähigkeiten schenken, dich bewusst mit den Menschen und Dingen zu umgeben, die dich positiv beeinflussen und deine Eigenschaften stärken. Klar, ne? Wir haben jetzt hier auch noch mal etwas Kleines. Vielleicht hast du da auch einen Neuanfang. Vielleicht, sag ich mal, hast du da auch was in deinen Gedanken? Das ist aber noch ganz klein, das ist noch am Entstehen. Der Magier sagt aber auch, es ist jetzt Zeit zu handeln, entschieden seinen Weg zu gehen, nämlich dich auf dich selber zu besinnen, was willst du? Und wenn du aus deinen Lebensumständen raus willst, dann gilt es auch, diese Muster zu durchbrechen und eine Auferstehung, eine Wandlung durchzumachen. Bitte die Engel um Hilfe und dann werden sie auch an deiner Seite sein, sie werden dir helfen. Und hier ist auch nochmal der Anker, was auch, vielleicht dreht es sich bei dir auch da um Arbeit. Wie gesagt, es ist ja eine allgemeine Legung. Das können verschiedene Sachen sein, sage ich mal, aber auch vielleicht was um Arbeit oder Beruf, dass du vielleicht auch wieder auf eigenen Beinen stehen willst, dass du wieder arbeiten willst. Vielleicht war da auch in letzter Zeit irgendetwas. Der Anker spricht auf jeden Fall, sag ich mal, von Arbeit, Beruf oder Ausbildung, Studium, Schule, Hobby, alles, was damit angeht, etwas festmachen, sag ich mal, ne? Auch Abhängigkeiten oder von dem man vielleicht abhängig ist, wo ihr euch vielleicht auch von lösen wollt. Und die Königin der Kelche sagt auch, sich aus vollem Gefühl aus dem Herzen heraus hingeben, dem eigenen Gespür, der Intuition vertrauen und ihr habt auch viel Fantasie, sag ich mal, eure Fantasie auch wieder zu aktivieren.
verträumt und mitfühlend sein. Deswegen hier auch den Engel, der Engel der Freunde, der rahmt das ja im Grunde genommen all diese Legungen jetzt ein. Nicht da negativ ranzugehen, sondern geht in euch selber. Was wollt ihr wirklich selber? Wie komme ich aus meinen Lebensumständen, die mir auch nicht mehr passen oder die auch nicht mehr zu mir passen, sag ich mal, raus? Das ist ja auch eine Botschaft, sage ich mal, eine sehr schöne Botschaft, um euch vielleicht auch bestimmte Sachen einfach nochmal bewusst zu machen. Und ihr habt nächste Woche jetzt, sage ich mal, die Möglichkeit, da auch vorwärts zu gehen. Die Magie ist da, es ist Zeit zu handeln, entschieden seinen Weg zu gehen und auf eure Fähigkeiten zu setzen. Und meistens steht der Anker hier auch für irgendwelche beruflichen Sachen. Vielleicht habt ihr euch bis jetzt da auch versteckt oder euch auch nicht richtig gezeigt. Und der Geist des Ortes sagt, besinnt euch doch mal auf eure Fähigkeiten, auf eure Gedanken, was wollt ihr? Macht euch da doch nicht klein. Der Engel der Schönheit, die sind alle bei euch. Und es geschieht jetzt eine Wandel, definitiv passiert da auch was. Also das steht hier ganz klar. Und das steht auch, das sieht auch super hier aus. Wir gucken mal hier nochmal bei der Seelenrückholung nach. Die nehme ich eigentlich ja immer ganz, entweder ganz am Anfang oder ganz zum Schluss. Ich habe ja jetzt hier so eine Kombination gemacht. Und die 49, die Seelenrückholung. Die Praxis der Seelenrückholung hilft dir, einen verlorenen Teil deiner selbst, ne? Also es passt hier auch alles wieder wunderbar zusammen, deine Energie, Begeisterungsfähigkeit oder auch Unschuld wiederzugewinnen. Zunächst bedienen wir uns dieses Instruments, um uns von Verletzungen zu erholen und die Wunden aus der Kindheit zu heilen. Später dann erlernen wir das schamanische Reisen zum Zwecke der Wiedererlangung unserer ursprünglichen Natur. Das heißt, die spricht ja auch davon, du musst wieder zu dir selbst finden. So, die Einladung sagt, du bist jetzt fragmentiert. Du bist nicht mehr fragmentiert, sondern wieder eins mit der Schöpfung. Die Ursachen des Schmerzes, den du empfindest, hast du behoben. Also brauchst du dich auch nicht länger damit aufzuhalten. Wirklich, es stimmt. Solltest du immer noch an irgendwelchen alten Wunden herumdoktern, suche dir eine neue Flugroute. Lass dich von den Dingen, die du bereits bewältigt hast, nicht abhalten, sondern denk jetzt groß und brich zu jener Reise auf, die dich in den Garten Eden zurückbringt. Das ist eine ganz klare, hol deine Seele zurück. Deine Seele. Finde zu dir selbst. Vertraue auf deine Intuition. Es ist jetzt Zeit zu handeln, die alten Sachen, diese alten Muster hinter sich zu lassen und eine Wandlung zu durchleben und neue Wege zu beschreiten, damit man das Alte auch hinter sich lassen kann. Das ist eine super tolle Botschaft, muss ich sagen. Und das passt hier auch alles wunderbar zusammen. Sehr schön. So, dann räume ich mal wieder auf und dann kommen wir gleich zum dritten Stapel. So, meine Lieben, die den Kartenstapel 3 gewählt haben, mit dieser netten Schildkröte hier. So, dann wollen wir mal gucken, was euch die Karten sagen möchten. Da haben wir hier einmal die Nummer 7, die Ungewissheit. Keine Angst, das ist nichts Schlimmes. Zeit zu gehen. Aha. Aus dem Tierorakel haben wir die Transformation, das Krokodil. Aus dem Seelenorakel die mittlere Welt. Dann haben wir hier noch eine Engelsbotschaft, die Engel, der Engel der Leidenschaft. Sehr schön. Aus dem Tarot haben wir hier an jemanden oder etwas gebunden sein. Dann haben wir hier die Reise, das Schiff. Dann haben wir hier noch die 7 Münzen. Und die Welt, das ist doch schon mal ganz gut. So, die Karte der Ungewissheit. Vielleicht fühlt ihr euch so, weil ihr noch nicht genau wisst, was kommt. Sag ich jetzt mal, ne? Aber davor braucht man eigentlich keine Angst zu haben. Vielleicht schwebt auch in eurem Kopf irgendetwas rum und ihr seid aber noch unsicher, sag ich mal. Ihr wisst noch nicht so. In euch ist praktisch so eine Ungewissheit, weil ihr noch nicht genau wisst, wie es weitergeht. Aber diese Karte sagt auch aus,
Dass du im Grunde genommen so ein bisschen den Pfadfinder machen musst, sag ich mal, um deinen neuen Weg auch zu finden. Also stell dir vor, dass du nicht bloß ein Pfadfinder bist, sondern ein Pfad oder dass das hier ein Pfadbereiter ist. Es ist zwar noch ungewiss, aber der Weg ist der richtige. Egal wonach du im Grunde genommen auch suchst, vertrau darauf, dass du in Sicherheit bist. Das sagt dir diese Karte. Also du brauchst keine Angst vor dieser Ungewissheit zu haben. Du kannst dich auf diesen ungewissen Pfad begeben, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Drücken wir es jetzt mal so aus, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben hier aus dem täglichen Engelsorakel Zeit zu gehen. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter und das Gleiche gilt auch für Zeiten in deinem Leben. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens und wisse, dass die Sonne auch morgen wieder in voller Pracht erstrahlen wird. Beendigungen sind lediglich der Start für den Neubeginn und wir begleiten dich unfehlbar durch alle Phasen und Zyklen deines Wesens. Ich habe ein bisschen Frosch im Hals, Entschuldigung. Das ist eine sehr positive Botschaft. Also die Engel sind bei euch. Ihr braucht hier, auch wenn es noch ungewiss ist und ihr noch nicht genau wisst, sag ich mal, wo es längst jetzt geht oder was jetzt als nächstes kommt, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr werdet geführt. Es ist jetzt Zeit, loszugehen. Auch wenn es noch ungewiss ist. Hier haben wir den Engel der Leidenschaft. Dein Engel regt dich dazu an, mit der ganzen Kraft deines Herzens zu lieben und zu leben. So kannst du die Vielfältigkeit des Lebens auskosten und genießen. Richte deine Gedanken, Worte und Handlungen auf ein Ziel und packe die Dinge mit Begeisterung an. Die Botschaft deines Engels: Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Ist klare Botschaft. Das Krokodil sagt hier aber auch, Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Das heißt, ihr transformiert euch jetzt auch. Ihr wollt euch auf den Weg machen, auch wenn ihr noch nicht genau wisst, wohin. Aber es ist definitiv Zeit zu gehen. Die Leidenschaft in euch wieder zu erwecken. Packt die Dinge an. Geht mal in euch. Und überlegt, was möchte ich? Traut euch da ruhig, den Gedanken auch schweifen zu lassen. Euch passiert nichts. Diese Wunden, diese alten Wunden oder wo ihr sagt, oh, damals ist das und das passiert und so weiter, die werden jetzt Heilung finden, diese Wunden. Definitiv. Wir haben jetzt hier noch die sieben Münzen. Die sagt auf der einen Seite, es ist eine langsame Entwicklung, ne? Deswegen auch zögert ihr hier noch, weil ihr ja auch noch nicht genau wisst, in welche Richtung ihr wollt. Die sagt aber auch eben abwarten und eben auch auf langfristige Erfolge. Also nicht drauf lospreschen, sage ich jetzt mal, sondern euch ruhig, ganz in Ruhe überlegen, was will ich eigentlich, wie kann ich das umsetzen. Also Pläne machen, aber sich auf dem Weg machen. Und was sind eure Leidenschaften? Was liegt euch? Welche Talente habt ihr? Was wünscht ihr euch, ne? Also das könnt ihr definitiv jetzt auch in die Welt rauslassen hier, sag ich mal, ne? Und eben auch Bilanz ziehen. Was habt ihr bis jetzt auch schon erreicht? Woraus kann ich meine Kraft beziehen? Woraus kann ich meine Talente? Welche Talente habe ich? Was kann ich davon einsetzen, um mein Ziel eben auch zu erreichen? Und die Welt sagt eben auch, erkennen, dass man am Ziel ist, sich auf den Weg zu machen, alles zu erreichen, inneren Frieden zu finden, mit der Freude, sag ich mal, auch positiv in den Tag hineinzugehen, auch wenn das, wie gesagt, alles noch ein bisschen ungewiss ist. Ich wiederhole mich.
Liebe, Harmonie, seine große Liebe gefunden zu haben. Also es kann hier auch mit Liebesdingen zu tun haben, es kann hier mit beruflich zu tun haben, weil wir haben jetzt hier oben auch den Vertrag und an jemanden oder auch an etwas gebunden sein, ob das jetzt eine Ehe oder eine Verbindung ist, eine Beziehung ist, Verpflichtungen. Hier sind auch wieder diese Wiederholungen, praktisch sich im Kreis drehen, sag ich jetzt mal, ne? Aber das Schiff sagt auch, ihr sollt euch auf die Reise begeben. Es geht nicht von heute auf morgen. Ne, dafür zögert ihr hier auch noch, aber ihr macht euch auf den Weg in ganz langsamen Schritten, sag ich mal. Es ist ein weiter Weg. Eure Wünsche, die ihr habt und Träume, die ihr habt, reifen langsam. Drücken wir das mal so aus. Aber ihr macht euch auf den Weg oder ihr solltet euch auf den Weg machen und ihr braucht auch keine Angst zu haben. Das ist hier die obere Botschaft der Karten. Ja, meine Lieben, dann war es das mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich wünsche euch viel Erfolg auf euren Wegen. Jeder von dem Kartenstapel, sag ich mal, hat eine Botschaft mitgekriegt. Es ist jetzt definitiv Zeit zu handeln, sich auf den Weg zu machen, sich zu transformieren. Und wie gesagt, die anderen haben das ja dann jetzt ihren Stapel ja auch schon gehabt. Und dann wünsche ich euch bis demnächst alles Gute. Eure Prinzessin der Kelche. Namaste. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.